Hallihallo meine lieben Saphire, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Herbst-Logbook. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, also seid nicht so streng mit mir, wenn es nicht so cool aussieht. Auf jeden Fall habe ich ein paar Outfits rausgesucht, die ich super cool finde für den Herbst. Und weil ja bald Herbst anfängt, dachte ich, ich bereite euch mal ein bisschen so darauf vor. Denn es wird ja wieder viel Regen geben, wie eigentlich jeden Herbst. Und es wird eben wieder auch ein bisschen kälter. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Weil, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich das gut mache oder nicht. Aber ich hätte voll Bock, das für jede Jahreszeit zu machen. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, schreibt mir mal runter, wie ihr es findet. Ich werde euch die Outfits dann sofort zeigen, also hier in meinem Zimmer noch, und dann filme ich noch ein bisschen draußen, damit ihr sie mal so in der Natur sehen könnt, weil eigentlich machen wir das ja so mit einem Logbook, nur leider kann mich heute niemand filmen, das heißt, ich muss das alles selber machen. Ich hoffe, es wird cool. Naja, wir werden sehen. Dann lass uns anfangen. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Look. Also das ist so eine Art Kunstleder, ja, Leggings, Hose, wie auch immer. Die glänzt halt so ein bisschen. Und die habe ich von Vero Moda, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Und dann haben wir obenrum so ein ganz, ganz schlichtes Top. Das habe ich von Telly Way oder Weil oder wie auch immer. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Ist ja eigentlich eine österreichische Marke, also eigentlich Weil, ne? Klingt aber blöd. Auf jeden Fall so ein ganz schlichtes Top in so einem hellen Rosa. Und dann habe ich hier noch so ein blau-schwarz gestreiftes Holzfällerhemd. Das habe ich auch von Telly Whale, weil... Ja, und dann habe ich noch ein paar Schuhe, die ich variiere und noch ein paar Jacken, die ich variiere. Also meine Jacken kann ich hier einmal kurz zeigen. Also das ist so ein ganz cooler... Falsch rum. So ein ganz cooler Mantel mit so gerafften Ärmeln an der Seite, den ich richtig, richtig mag. Der ist super dünn, also der hält gar nicht warm. Aber wir machen ja noch keinen Winterhaul-Logbook, deswegen ist es ja gar kein Problem. Dann habe ich noch so eine Jeansjacke, die habe ich von P&C. Die ist auch richtig nice. Habe ich gerade schon wieder Jeans gesagt. Ich verwechsle immer Jeans und Lederjacke. Lederjacke, tut mir leid. Ich meine Lederimitatjacke, wie auch immer. Gott, jedes Mal. Und dann habe ich noch so eine Jacke, die mag ich richtig gern, also die hält richtig gut warm, aber jetzt auch nicht so gut, also für den Winter wäre sie viel zu kalt, aber jetzt so für den Herbst ist sie perfekt und die habe ich auch von Vero Moda. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Look an. Warte, vorher zeige ich euch nochmal kurz die Schuhe. Also das sind meine Schuhe, das sind so ganz schlichte weiße mit so Kork, das so glitzert. Die habe ich von Deichmann. Dann das sind meine British Knights, die liebe ich über alles. Die sind auch schon voll abgetragen und die stinken schon voll heftig. Und die habe ich von TK Maxx. Die habe ich auch schon richtig lange, die trage ich eigentlich auch jedes Jahr und die stehen da falsch rum. Und die habe ich von Umax. Und die sind auch schon voll alt. Die habe ich von Karstadt. Bevor ich es vergesse, ich habe schon das erste Outfit an. Ich habe auch noch ein paar Schals zur Auswahl und alle meine Socken, die ihr seht, sind von C und A. Außer die Overknees, aber die erwähne ich gleich nochmal extra. Hier habe ich noch einen schwarzen Schal. Den habe ich, glaube ich, auch von C und A. Dann noch den, der ist auch von C und A. So ein Venezia-Schal, aber ich glaube, der passt zu keinem Outfit. Also vermutlich werdet ihr mich den nicht tragen sehen, aber ich liebe diesen Schal. Den habe ich aus Venedig und der ist so, so, so schön. Dann nochmal so ein... Ich weiß gar nicht, woher der ist, weil meine Oma hat ihn mir geschenkt, aber da sind so Schmetterlinge drauf. Den werde ich aber vermutlich auch nicht tragen, weil der ist super, also der hat eine super spezielle Farbe. Und dann noch einen pinken, den liebe ich auch. Und der ist auch von C&A, glaube ich. Ich glaube, alle meine Schals, von denen ich weiß, sind von C&A. Aus der Venedig-Schale. Also, das erste Outfit habe ich an. Dann gehe ich jetzt mal raus und zeige euch, wie es aussieht. Da bin ich wieder. Also, das ist der fertige Look. Ihr könnt es nicht ganz sehen und ich will nicht zu weit weg. Also ich gehe gleich mal ein bisschen weiter weg, damit ihr es besser sehen könnt. Aber ja, ignoriert einfach den Hintergrund und so. Das ist unser wunderschöner Garten. So sieht es aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könntet. Am besten mache ich nochmal ein paar Fotos oder so.
Aber weil ich mich alleine filmen muss, ist das nicht ganz so einfach, euch das zu zeigen. Aber ihr wolltet ja das Logbuch sehen, deswegen bin ich hier. Es ist gerade heute echt doch wieder noch warm, aber ich zeige euch trotzdem ein paar Variationen mit Jacken und ohne und so weiter. Also der Schal eignet sich natürlich ziemlich gut dafür, weil der auch perfekt zur Hose passt. Und dann kann man es auch noch mit den Jacken versuchen. Also die passen eigentlich auch alle dazu, also ihr könnt alle benutzen, wenn ihr wollt. Also das wäre einmal die rote. Dann noch einmal der schwarze Mantel. Diese Kombi finde ich besonders gut. Ich liebe diesen Mantel einfach. Er sieht so cool aus. Und dann noch einmal die Jeansjacke, wobei ich die... Jeans. Ich habe schon wieder Jeans gesagt. Ich meine Lederjacke. Wobei ich die nicht empfehlen würde, weil die muss man eigentlich, damit sie gut aussieht. Okay, jetzt geht es gerade wegen des Schals, aber das ist halt so eine Jacke und wenn dann da noch der Schal ist und so und du musst sie hier oben so komisch zuknöpfen, sieht das ein bisschen komisch aus. Aber so geht's. Das glänzt dann halt ziemlich doll mit der Hose. Also müsst ihr wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Alles klar, das war Look Nummer 1. Dann kommt jetzt... Oh Gott, Look Nummer 2. Da bin ich wieder. Jetzt kommt Outfit Nummer 2. Und zwar, das ist so ein bisschen bunter. Also, ich habe einmal diese Overknees. Ich glaube, die sind von Karstadt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich noch einmal dieses Jäckchen mit diesen coolen Flickenärmeln. Das mag ich auch echt gerne. Ist perfekt, wenn man halt Tops tragen will, aber es trotzdem nicht zu kalt sein soll. Dann habe ich dieses ganz schlichte schwarze Top. Das Jäckchen weiß ich übrigens nicht, woher ich das habe. Also das habe ich von meiner Freundin und das habe ich mir ganz selbst gekauft. Also dann habe ich dieses ganz schwarze Top. Das habe ich schon super lange. Ich glaube, das ist noch aus der Zeit, als ich zu H&M gegangen bin. Also es ist wirklich sehr, sehr alt. Vielleicht ist es aber auch New Yorker, da bin ich nicht so sicher. Und dann hier nochmal diesen Rock von C&A, den ich selbst auch wieder bekommen habe, weil jemand ihn nicht mehr haben wollte. Und der ist wirklich ziemlich bunt. Also wird das jetzt ein ganz schlichter Look, bis auf den Rock halt. Also, wollen wir mal. So, das ist der zweite Look. Tut mir übrigens leid, mein Stativ ist total kaputt. Also wenn es schief ist, sorry. Ich weiß, ihr könnt es nicht so gut sehen, aber der Rock ist voll schön. Dazu habe ich dann halt noch die Overknees an und die Boots. Ihr könnt es echt überhaupt gar nicht sehen, ne? Vielleicht sollte ich die Kamera doch mal ein bisschen runternehmen, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Also. So. Das ist der fertige Look und ich mag ihn voll gerne und warte, jetzt kommt noch die Jacken und die Schals dazu. Ich mache jetzt die Jacken einfach extra, also nicht verwirrt sein. Und die rote Jacke würde ich nicht benutzen, weil die passt einfach nicht. Die schwarze ist einfach die geilste Jacke, oder? Ihr gebt mir recht. Cool. Dann kommen wir zu Outfit 3. Nicht wundern, ich habe schon mal versehentlich Look Nummer 3 angezogen. Also das hier ist so ein schwarzer Body, der ist von Telly Whale. Dann dazu diese mega, mega, mega süße Jacke. Ich habe die von einer Freundin meiner Mutter und ich weiß noch nicht, woher die... warte, vielleicht gucke ich mal rein, vielleicht steht das ja irgendwo da. Lens End. Keine Ahnung, aber voll süß. Und dann noch diese Jeans von Only. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist der nächste Look. Tut mir übrigens leid, es ist übelst laut und ich weiß nicht warum. Ich glaube, irgendwas ist mit der Schule, keine Ahnung. Ich gehe mal kurz weg, damit ihr ihn sehen könnt. Ich weiß nicht, wie ich die Schuhe finden soll. Findet ihr die gut zu dem Outfit? Schreibt mal runter in die Kommentare. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so dumm gucke, mich blendet die Sonne. Ja, aber die Jacke ist echt cool und ich trage die eigentlich nie, weil ich nie irgendwie sonst was Schlichtes anhabe, was ich dazu anziehen könnte. Aber ich meine, der Look ist ja wohl voll cool.
Dann kommt jetzt Outfit Nummer 4. Tut mir leid, doch nicht. Ich habe die Scheiße in die Jacken vergessen. Warum ist es so laut hier? Jetzt kommen wir zum dritten Video. Vierten, glaube ich. Sorry, ich habe schon wieder versehentlich das nächste Outfit angezogen. Also, es besteht einmal aus diesem Top von C&A. Das ist ein bisschen durchsichtig. Aber ihr könnt sonst irgendwas drüber ziehen oder so, wenn euch das stört. Aber das soll mir so ein luftiger Look sein. Und von dieser Leggings. Auch von C&A. Die ist mit so einem Leopardenmuster. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ja. Dann sehen wir uns gleich. Also das ist der fertige Look. Ich habe mich wieder für die Boots entschieden, weil ich die einfach am passendsten fand. Und die anderen Schuhe haben alle nicht gepasst. So, und jetzt kommen wir zum letzten Look. Ich bin gerade super irritiert, weil mein Stativ irgendwie wieder gerade ist und ich weiß nicht, woran das liegt, weil eigentlich ist es immer noch kaputt. Aber ist mir egal, ich freue mich. Also, der nächste Look ist eigentlich wieder auch was relativ Dunkles. Also einmal dieses Top, was ich absolut liebe, aber mir viel zu groß ist. Also es ist eher ein Kleid. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber es hat so ein Camouflage-Muster und ich stehe voll auf Camouflage. Und dann halt diese schwarze Leggings drunter, die ist auch von C&A. Und dann diesen voll coolen, blumenschicken Blazer drüber. Blazer, Bolero meine ich. Ich weiß allerdings nicht, woher der kommt, aber ich glaube, der ist auch von C&A. Also ich habe ihn von meiner Cousine bekommen, als die den nicht mehr wollte. Dann los geht's! Also das ist der letzte Look, aber wenn ihr mich fragt, ich würde den Blumenblazer weglassen, weil das Camouflage-Muster ist eigentlich schon Muster genug und das ist sonst einfach zu viel Muster. Ich habe jetzt die weißen Schuhe dazu angezogen, weil die am besten zu dem Weiß hier drauf passen. Und dann zeige ich noch einmal alles mit Jacke und Schal natürlich. Ich habe jetzt jedes Mal den schwarzen genommen, weil die anderen haben alle nicht gepasst, aber schwarz geht ja immer, also... Und ich denke, die rote Jacke könnte dieses Mal auch passen. Ich ziehe sie gleich mal an. Tut mir übrigens leid wegen des Tons. Er ist immer noch so schlecht, aber ich will endlich ein Mikrofon zu Weihnachten und auch neue Lampen. Also, das wird alles. Ich habe irgendwas Spitzes im Schuh und es tut weh. Das ist das Ende vom Video. Es war super anstrengend, viel anstrengender als ich dachte, muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es so messy geworden ist. Ich hatte halt niemanden, der mich filmen kann und deswegen sieht es jetzt halt nicht so nice aus. Aber ich hoffe, ihr konntet all die Kleidung gut sehen. Und habe so ein bisschen Eindruck davon bekommen und vielleicht auch so eine Anregung, eine Inspiration, was man alles so tragen kann im Herbst. Und ich weiß, dass ich keine dieser Outfits selber tragen würde, weil ich trage jeden Tag das gleiche. Ich trage immer irgendeine Jeans oder irgendeine Hose und dann immer einen Top und dann darüber halt immer irgendein Shirt und das war's. Ich habe gerade was gemacht, was ich selbst niemals machen würde. Oh, jetzt habe ich mein Stativ verschoben. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das für jede Jahreszeit haben wollt. Ich habe super viel Hunger. Ich muss unbedingt was essen. Und ich muss noch so viele Hausaufgaben machen. Yay!
Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächste Woche, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich gerade super viel Theater wieder habe. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, weil ich das Gefühl habe, ich sage das nie, aber ich habe euch alle ganz doll lieb. Und ich bin so froh, dass ihr mir folgt und meine Videos liked und überhaupt kommentiert, euch meine Videos, euch? Dass ihr euch meine Videos anguckt? Stimmt, oder? Klingt aber komisch. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, danke und ich habe euch alle ganz doll lieb. Und nicht vergessen zu liken und zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüssi!